Halli und hallo und herzlich willkommen zurück bei Guldwurst 2 und mit meiner Wenigkeit euer LP Storm 100. Ja, liebe Freunde, es ist mal wieder soweit und zwar werde ich heute in dieser Folge mal wieder in den PvP gehen. Ja, ihr habt richtig gehört, ich habe es ja schon etwas länger angekündigt und ja, wir gehen da einfach mal rein. Wir gucken mal hier, was wir hier machen können, zu Welt gegen Welt wechseln. Können wir ja auch hier Ilonafels. Ah, ich spiele zu selten PvP. Guck mal hier. Okay, man wird hier vielleicht automatisch zugewiesen oder wie ist das? Na, wir klicken mal hier rauf. Achso, zu Welt gegen Welt wechseln und da haben wir dann Ilonafels. Können wir uns hier aussuchen, wo wir hin wollen. Grenzland, 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 Grenzland. Schlachtfeld. Aha. Na, wir gehen mal nach Ilonafels. Ich glaube, da waren wir bestimmt schon mal gewesen. So genau weiß ich das jetzt nicht. Ja, ich glaube, da waren wir schon mal. Wir haben dann nämlich 6 von 6 Wegmarken. So wie es ausschaut. Und haben 3 von 16 Sehenswürdigkeiten. Naja, da fehlt uns noch so einiges. Aber Ilonafels Grenzland, da gibt es Fertigkeitspunkte? Hä? Ehrlich? Okay. Ja, liebe Freunde, da könnt ihr sehen, dass ich zu selten PvP spiele, um mich da auszukennen. Ja. Wir haben immer noch so ein bisschen ein kleines Ladekringelchen hier, der noch ein bisschen loadet und loadet. Ich hoffe, dass da hier ein bisschen was los ist. Aha, wir können jetzt mal hier auf unsere schlaue Karte gucken. So. Oh, was war das? Kommandeur? Ist das unser Kommandeur? Sieht wohl so aus, ne? Also wir sind blau. Oh, hier gibt es wieder so einiges zu machen. Tatsache, Fertigkeitspunkte gibt es hier auch. Ich werde ja weich. So, wir müssen mal gucken. Unser Kommandeur scheint wohl hier in dieser Gegend oder besser gesagt hier in Ilonafels blau zu sein. So, wir werden mal gucken hier, ob keiner guckt und rennen mal irgendwie hinterher. Mal so ganz klammheimlich. Ich hoffe, es ist auch noch ein bisschen was los hier. In diesem, ja, Vormittagsstunde, sage ich jetzt mal so, weil wir haben ja, ne, mittlerweile erst 11. Da sind ja die meisten entweder ja noch auf Arbeit oder Schule etc. und so weiter. Hä? Wieso ist denn der jetzt hinter uns? Spinn ich? Ja, auf einmal ist der hinter uns. Merkwürdig komisch. Stehe ich jetzt gar nicht. Ah, jetzt wird hier was angezeigt. Irgendwie was. Gucken. Nee. Hä? Also auch komisch hier. Diese Karte kann man hier auch nicht immer trauen. Erst wird hier was angezeigt, dann wird hier gar nichts angezeigt und... Hm. Naja, gut. Aber nichtsdestotrotz ist das hier rot. Rot. Rot ist eigentlich immer Gefahr. Gehen wir mal hier durch. Können ja mal uns den Punkt holen. Verteidigt das Lager. Wir haben jetzt hier ein neues Event, wo wir das Lager verteidigen sollen. Vor wem aber, bitteschön? Ich sehe hier keinen. Okay. Ich sehe jetzt hier aber keine feindlichen Gegner, wo wir halt das Lager verteidigen müssen. Hm. Äußerst mehr komisch. Ich gehe mal hier oben hoch. Veteran. Alles Veterans hier. Alles Grüne. Alle Gute. So wie es aussieht. Ich gucke einfach nochmal auf unsere schlaue Karte. So, unser
Cheffe ist da unten. Kommandeur, der treibt sich da unten umher. Na gut, wir können ja auch eigentlich so weit machen, während hier nichts los ist, ein bisschen mal die Karte zu erkunden. Das könnten wir ja auch machen. Dann könnten wir uns hier auch hinten mal gucken, ob wir den Fertigkeitspunkt kriegen. Wenn das hier schon nicht anders läuft. Alle Ele mit Fokus, bitte die Schüsse abfangen. Aha. Das hat jetzt hier unseren Kommandeur im Chat geschrieben. Die Lizzie. Leider bin ich kein Ele. Alle Ele mit Fokus. Gehen wir hier lang. Oh, hier gibt es eigentlich auch Monster. Monster, Monster, Monster. So. Mal sehen, wo mich das hier alles jetzt hier hinführt. Kann ich nochmal auf die Karte gucken hier. Ach, der Fertigkeitspunkt ist da oben. Ich trottel. Ich hätte ja auch... Löl. Komme ich hier noch runter? So. Ja, das hat etwas wehgetan. Ja, liebe Freunde, nicht wundern, das sieht ein ganz bisschen verpeilt hier bei mir aus. Das ist jetzt eigentlich die zweite Runde PvP, wo ich eigentlich mal drinne bin. Das erste Mal, wo wir mal PvP gemacht haben, da war es ja noch recht geil. Da war ja noch Action. Ja, hier ist momentan nichts los, wirklich. Neues Event in der Nähe. Oha, da kommt auch schon ein Level 18. Ja. Den müssen wir mal hier. Den hau ich mal weg. Schnell. Wenn ich das schaffe. Kommt schon der nächste. Ich glaube, ich fett. So. Muss das jetzt immer sein, wenn ich hier gerade... Das ist doch nicht schön, sowas. So, ich muss jetzt hier mal... gucken. Den Wurm nehme ich mit rein. So. Felswand. Drehen ab, zurück zur Festung. Alle Edel mit Fokus. Blablabla. Vizus-Kommandeur. Wo ist eigentlich unser Kommandeur? Unser Kommandeur ist da hinten. Okay. Der Kommandeure. Was hat er hier gelassen? Beutel der Beute. So, wenn wir hier weiter gucken. Ist nicht einfach hier. Achso, der Fertigkeitstyp ist da in der Mitte, oder wie, oder was? Alter. Ich meine, ich habe jetzt zwar schon Erfahrung mit Zentauren, aber... Fertigkeits... Ach, da ist der Fertigkeitstyp. Gucken, ob ich hier heil rumkomme. So. Da haben wir jetzt mal den Typ mit dem Fertigkeitspunkt getroffen. Ich möchte eure Fertigkeiten in die Schlacht sehen. Kämpft gegen mich sofort, sofern ihr... kein Feigling seid. Oh Mann. Nein! Ach, falsche Richtung. Hier, kämpft gegen ihn. Nein! Ich glaube, ich werde verlieren. Weil da noch ein zweiter mit in der Gang ist. So. Au, 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 au. Heil doch mal schneller. Ich brauche hier etwas Heilung. So. Bisschen geheilt wieder. So. Ich sterbe. Hier nicht weg. Ich sterbe schon wieder. Das gibt's nicht. Ich will nicht sterben. Ach, verdammte Scheiße. Bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht, bitte nicht.
Komm schon, komm schon. Schnell. Komm, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich, lass mich. Drei, zwei, eins. Komm schon, den schaffen wir noch. Komm schon. Ey, hallo, Peng. Ey, ich hatte den doch schon runter. Was ist denn das für ein Scheiß? Der war weg. Der war weg. Alter, wie mies, ey. Muss man ehrlich sagen, das ist richtig mies. Der war tot. Aber so richtig. So. Ja, wir haben jetzt hier in der Nähe natürlich auch nichts, wo wir uns hinporten können. Das ist ja hier... Also hier ist auf der Karte, hier ist nichts los, muss ich mal sagen. Hier ist wirklich nichts los, hier auf Ilunafels. Ja. Was hier unten? Können wir uns hier unten irgendwo hinporten? Da wird gerade gekämpft. Da können wir nicht hin. Hm. Hier ist die andere Karte. Ah, gibt's ja hier nirgendwo was, wa? Da wird auch wohl gerade gekämpft. Schlacht. Hier ist eine Schlacht. Ja, wir importen uns dann mal hier hin. Geben das Ganze nochmal eine Chance. Ja, ansonsten werde ich dann erstmal aus dem PvP wieder rausgehen. Und das hat ja dann so auch keinen Arsch, will ich. Wenn nichts los ist hier im PvP, müssen wir das mal irgendwie die Aufnahme mal zu einer anderen Zeit machen. Ja, vielleicht mal irgendwie nachmittags oder so. Das werde ich aber dann wieder etwas nach hinten schieben müssen. Muss ich ja dann mal gucken, wie ich dann auch Zeit habe. Ist ja auch alles immer nicht so einfach, ne? So. Wir müssen uns erstmal hier reparieren, sonst hat es ja kein Hand und Schlichtheit siegt. Ja, Schlechtheit siegt. Und Dummheit brüllt. Mein Guter. So. Wir gucken jetzt nochmal, wo unsere... Oder wo der... Alter, wie kommt er von da auf einmal nach da hinten, der Kommandeur? Das ist doch irgendwo Kacke, oder? Der kann doch nicht von da auf einmal nach da hinten, switchen hier. Ich glaube nicht, dass er von da nach da portet und dann nachher nach da ist. Das glaube ich irgendwie nicht. Schreibt die was im Chat? Nö. Hm. Von unseren Leuten sind auch nicht wirklich viele da. Also hier auf dieser Karte läuft momentan gar nichts. Das ist ja hier wie... Was ich? 2 von 3 und so ungefähr. Jetzt ist hier auf der Karte wieder was sichtbar gewesen. Ich sehe natürlich hier gar nichts. Ach komm, wir gehen einfach mal hier raus jetzt und gucken mal in eine andere Karte rein. So, was ist das hier, der Tor nach Azurup und halt ewige Schlachtfelder? Können wir mal hier in so einen anderen reingehen? Oder ist das der gleiche? Ja. Ja, diesmal wird das wohl eine... langweilige Folge, muss ich mal so sagen, denke ich mal für euch. Da passiert ja hier gerade gar nichts, aber hier sind schon mal mehr Leute. Hier sind schon mal mehr Leute unterwegs. Das ist schon mal besser. Oh, ich wurde irgendwie...
habe da irgendwie einen Buff gekriegt oder sowas. So, wir gucken mal hier. Haben wir auch einen Kommandeur? Floggy. Kommandeur Floggy. So. Die taumeln sich trotzdem noch alle da oben umher. Hä? Da ist eine Schlacht. Wir werden mal runtergehen. Wir werden da mal runtergehen. Und gucken, ob wir irgendwie rechtzeitig ankommen und helfen können. Zu Floggy. Ich hoffe, wir kommen da noch an. Muss ich hier rein? Was passiert hier? Aha. Hier war doch irgendwo eine Wegmarke. Komisch, auf einmal wird mir die Wegmarke angezeigt. Das ist ja irgendwie seltsam. Ich muss hier irgendwie einen Weg nach draußen finden. Mit der F-Taste. Ist bereits vollständig repariert. Okay, 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 okay. Ich weiß jetzt immer noch nicht, was hier abgeht. Momentan sind hier drei Leute mit. Wo ist unser Anführer? Der treibt sich da unten umher. Hm. Foggy. Aber geil ist das ja hier schon mal gemacht worden. Muss man ja so sagen. Aber irgendwie ist hier wirklich nichts los. Es ist echt hier alles tote Hose. Und so macht das natürlich ja dann auch keinen Spaß. Excelsior. So. Tja. Können wir eigentlich auch wieder hier... Guck mal, hier wird mir hier auf der Karte unten werden mir drei aktive Dinge angezeigt. So, gut. Ein aktives Teil ist da unten und einer ist da. Schlacht, Schlacht. So, wir sind hier. Weiter keine Sau wieder. Ja, das bringt so nichts. Das ist ja... Das ist... Nee, liebe Freunde, da habt ihr auch keinen Spaß dann dran an diesem PvP, wenn da nichts los ist. Also ich gehe wieder, ich gehe einfach wieder raus hier und ich hoffe, ihr könnt das verstehen, dass wir hier wieder rausgehen, weil das bringt ja so gar nichts, wenn absolut keine Sau hier drin ist und wir geistern hier alleine umher. Ja, das hat keinen Hand und Fuß. Wir können ja nochmal zum späteren Zeitpunkt irgendwie mal ein PvP nochmal neu starten und gucken, ob da mehr los ist. Dann werde ich das mal zum anderen Zeitpunkt machen oder werde es vorher mal testen, ob da was los ist, bevor ich die Aufnahme starte. Und ja. Elonafels, Ewigmarke, bla bla bla. So, was ist das hier? Wo kommen wir jetzt hier welche wieder nach Löwenstein zurück? In welchem Portal? Das ist Grenzland. So, was ist das hier für ein Portal? Löwenstein. Hier sind wir doch schon richtig. Zack, rein da. Auf nach Löwenstein. Da haben wir ja auch schon 13 von 13 Wegmarken und 19 von 23 Sehenswürdigkeiten und 5 von 11 Aussichtspunkte haben wir uns geholt. Ja, wir sind ja mal eine Zeit lang durch die Gegend gerutscht. Haben wir ja so ein bisschen was ergattert. Dann hatte ich auch nochmal ein bisschen so mal ohne die Aufnahme ein bisschen geholt. Hatte ich aber angekündigt gehabt, euch
weil aus dem Grunde, dass wir das hin und wieder mal machen. Entweder mal eine kleine Erkundungstour, aber nicht über mehrere Parts. Sondern, dass ich dann vielleicht eventuell ein bisschen mal so eine halbe Folge oder eine Viertelfolge und dann den Rest dann mal entweder offscreen mache oder so. Weil das wollte ja, glaube ich, wirklich auch nicht in zwei oder drei Parts sehen, wie wir durch die Stadt eiern. Ich meine, gut, wir hatten das mal zum Anfang gemacht gehabt, wo wir noch bei den Norn waren, aber das ging ja da relativ fix, muss ich sagen. Und hier sind ja natürlich die Städte ja noch auch alle viel größer und ne? So, ich habe gerade hier einen Laufbuff gekriegt. Jetzt renne ich hier wie Hermes der Götterbote. Zack. So, wir können jetzt hier mal gucken hier auf unsere schlaue Karte. Da haben wir ja so einiges freigelegt. Halt, nicht hinreisen. Ich muss hier mal ein bisschen höher machen. Ja, wir könnten jetzt, wo wollen wir jetzt eigentlich hin? Ich muss mal hier auf meine schlaue Karte mal gucken, wo wir jetzt hier eigentlich als nächstes hin können. Hier oben haben wir ja mal, waren wir ja schon gewesen. Und wenn ich mich recht erinnere, sind wir, glaube ich, ja bei den Menschen, ne? In der Menschenwelt sind wir, um uns da ein wenig zu leveln. Ja. Dann kann ich mich noch erinnern. So, jetzt müssen wir bloß mal gucken, wie wir da wieder rüberkommen. Hier ist ja schwarze Zitadelle. Ebene von bla bla bla. Ich weiß jetzt gar nicht, wo diese Menschenwelt war. Ach, hier hinten ist das schon. Aber guckt mal, wenn man jetzt mal hier auf die Karte schaut, Leute. Ne? Wenn man jetzt hier auf die Karte schaut, fällt einem irgendwie auf, dass wir so in Richtung zack, 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 zack hier alles irgendwie so fast nah beieinander sind. Dass wir dann immer irgendwie immer irgendwo so einen kleinen Übergang haben. Unbewusst natürlich. Na, mal sehen, wo uns das hier noch alles hinführt. Wir werden jetzt aber erstmal hier hin wieder in unsere Welt der Menschen. So, wir hatten ja beim letzten Mal hier oben alles erledigt. Ach, da ist ja auch noch eine Eigentum von Kreta. Was müssen wir da dann machen? Wir porten uns da mal hin. Und gucken mal, was wir da natürlich machen können. Haben wir wieder Ladebildschirm hier. Königenthal. Da haben wir auch schon so einiges. 12 von 17, 11 von 16. So, da sind wir auch schon. Angekommen. So, dann wollen wir mal hier mal hinreisen. Helft den Klosterbauerin. Ja. Wir müssen hier erstmal den Weg hier hinfinden. Da geht's rein. Lalalalalalala. Badam bam 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 badam bam. Auch wieder eine weitere Sehenswürdigkeit. So, wo ist die jetzt? Ach, da oben steht die. Müssen wir hier die Treppe rauf. So. Mal sehen, was die zu sagen hat, oder der. Bei Balthasars Hunden, wie geht es euch? Bei Cerberus Tor, mir geht es gut. Das Baumeisterleben ist hart und beschwerlich. Nimmt man noch die Angriffe der Zentauren und Banditen und die schlecht gepflegten Ackern hinzu, scheint es fast unmöglich zu sein. Wieso? Was kann ich tun, um euch zu helfen? Banditen und Zentauren machen uns ständig Ärger und die Raupen ruinieren unsere Ernte. Wenn ihr auch nur eines dieser Probleme lösen könnt, wäre uns schon sehr geholfen. Außerdem brauchen wir jemanden, der das neue Gebräu probiert. Was?
Was für ein Gebräu, bitteschön. So, ja. Ich glaube, hier brauchen wir nicht noch Fragen. Banditen, Zentauren, Raupen. Das ist, glaube ich, nebensächlich. Und kämpfe gegen Zentauren, beschaffe gestohlenen Bier wieder. Beschütze das Kloster, entferne die Raupen von den Feldern und probiere das neue Bier. Ja, so, das ist das, was wir jetzt machen können. Und ich glaube, wir haben. Was ist das denn hier? Gartenhacke? Hier ist es eine Gartenhacke. Bei Balthasars Hunden, wie geht es euch? Bei Balthasars Hunden, wie schmeckt es euch? Was ist das denn? Ach, hier ist eine Raupe. Hier ist schon so eine Raupe. Ja, die müssen wir natürlich jetzt hier mächtig ein über den Scheitel hauen. Ja. Huch, ich komme hier nicht rüber. Wie geht ein Elch? Ich häng fest. So. Hallo. Hab den Kloster-Elfen geholfen. Heißt der Elwigen? So, hier ist noch eine weitere Raupe. So, die hauen wir auch schnell weg. Gut. Nanu. Nanu, nanu. Kein Räubchen mehr zu sehen. Ja gut, ich werde dann erstmal jetzt... Ob die Zentauren wohl weniger feindselig wären... ...an der Stelle eine Aufnahmepause machen. Und wir sehen und hören uns das nächste Mal wieder und führen unsere Quest natürlich fort. Und ich sag ciao, bis zum nächsten Mal. Euer El Pistol 100. Bye, bye.